Nee, Natururin schon wieder dran. Ich werde erst mal Bier trinken. Guck mal, ich hab hier endlich einen Pickel bekommen. Voll geil. Und ich wollte euch zeigen, dass ich mir einen Feuerstahl gekauft habe. Und wisst ihr, warum ich mir einen Feuerstahl gekauft habe? Damit, wenn ich im Sommer wieder mehrtägig unterwegs bin, zu Fuß, und wieder Bock habe, Feuer zu machen, irgendwie eine Ravioli-Dose mit Feuer aufzuwärmen, dass ich das nicht mit so einem billigen Feuerzeug anmachen muss, sondern dieses Feuerstahl hier benutzen kann, zum Feuer machen. Weil bei so einem Feuerzeug, das tut dann die ganze Zeit voll in den Finger weh, wenn man die ganze Zeit so machen muss. Und da kann man sich auch noch ganz schnell verbrennen und sowas. Und das dauert dann voll lange, irgendwas anzuzünden. Und deswegen dachte ich mir, dass ich mir so einen Feuerstahl hier besorgt habe. Und mir war auch ganz wichtig gewesen, dass dieser Feuerstahl hier einen Kompass hat. Und zwar wisst ihr, warum so ein Kompass? Weil ich letztes Jahr, wo ich mehrtägig wandern gegangen bin, habe ich mich des Öfteren verlaufen. Und da ich aus akkutechnischen Gründen mein Handy nicht anmachen wollte und auch keine Kompassfunktion im Handy drin hatte, hatte mir so ein Kompass mega gefehlt. Ich glaube, ich hätte mich bei weitem nicht so heftigst oft verlaufen, wenn ich einen Kompass dabei hätte, um zu schauen, welche Richtung ich gerade bin. So, mit diesem Video hier will ich euch zeigen, wie man so einen Feuerstahl richtig nutzt. Und zwar anfangs habe ich das falsch gemacht. Ich habe die ganze Zeit einfach so gemacht. Und da kam überhaupt nichts raus. Also habe ich mir auf YouTube so ein Tutorial angeschaut. Ich habe vergessen, was das für ein Tutorial war. Aber davon habe ich diese Technik kennengelernt, dass man das so halten muss und dann einfach so runterschaben. Dass hier ganz viele Funken rumsprühen. So, jetzt ist dieser Feuer an. So, jetzt habe ich hier dieser Feuer angemacht. Und so funktioniert wie heißt das doch mal? Feuerstahl. So, das war jetzt ein kleiner Tutorial gewesen, wie man einen Feuerstahl richtig nutzt. Ich hoffe, ihr konntet was von meinem Tutorial mitnehmen, dass man das nicht so macht, sondern einfach so richtig runterschabt. Hier sind verdreckten, widerlichen Feuerstahl. Ich werde jetzt noch weiter Bier trinken. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer verschissener Natururin.